sonst immer auch die alte Version, also gab noch kein Update danach, soweit ich mich erinnern kann. Es sollte ein großes Update rauskommen, aber bis jetzt gab es das noch nicht. Da gab es halt ein paar Bugs und so weiter, die noch beheben müssen. Wie habe ich ihn jetzt nochmal? Mal gucken. Also dort, was nicht, Duisburg. Also Dortmund und Duisburg scheint es mittlerweile bereits sogar schon zu geben. Die noch nicht ganz komplett fertig sind. Wir sind, wo sind wir überhaupt? In Berlin oder wo waren wir? Wir sind in irgendeiner Stadt auf alle Fälle. Berlin ist es nicht. Sind wir in Rostock gewesen? Nein. Hamburg? Nein. Kiel auch nicht. Aber wo sind wir überhaupt? Bremen sind wir auch nicht. Hannover auch nicht. Können wir noch in Magdeburg sein? Wo zum Geier sind wir? Oder sind wir? Nee, wir sind ja nach Dortmund, oder? Wir sind in Dortmund? Okay, wir sind halt in Dortmund. Was haben wir denn von Dortmund aus? Dortmund, Dortmund, Dortmund. Nach Kiel hoch. Nehmen wir den Auftrag mal an. Und fahren dann erstmal los. Jetzt. Ich muss mich an die Steuerung einfach wieder gewöhnen. Steht schon mal fest. Immer so komisch ist so zwischendurch, dass die zwischendurch so richtig fein lenkt, dass man damit klarkommt und dann, okay, das ist ja sehr eng hier und plötzlich schon überhaupt nicht mehr. Gespannt, wie sich das Ganze nochmal entwickelt. Das Spiel. Wir kriegen das Licht jetzt nicht an. Deswegen. Oh, da vorne sieht es nicht gut aus. Das sieht aus wie ein Unfall. Unfall. Nicht gut. Ich befürchte, wir kommen nicht durch. Oh, da kommen wir da vorne durch. Wirklich auch nicht, dann eher hier. Wo das wahrscheinlich auch wieder was im Weg, ne? Ja, sehr schön. Dann gehen wir mal zum Hauptmenü und laden nochmal neu. Das sollte das Problem ja lösen. Wow, sehr schön. Soll denn das schon wieder? Warum?
verstanden. Das ist noch da. Dann gehen wir auf dann. Vielleicht funktioniert es ja so. Ja. Weil es auf Driver war, deswegen. Alles klar. So, wir wissen zumindest schon mal, wo wir sind. Wir sind in Dortmund. Dortmund nach Kiel. Dortmund, keine Rostock. 32.000. Erstmal gucken. Da gibt es auch nichts. Fahrzeuge. Wir haben jetzt den MAN, den Box, nur die Box, dann Box Trailer und Tandem. Dann könnten wir noch von den MAN den Semi uns besorgen. Und den Gigaliner und den anderen Scania. Also wir brauchen auf alle Fälle. Moment, Update Paint? Was soll ich da? Das heißt, wir brauchen sowieso. Moment, wir haben. Okay, wir haben 11.000. Wir brauchen Geld, dann würde ich sagen. Oh Gott, wie sich das alles schon wieder geändert hat. Ne, gehen wir erst von vorne. Dortmund, 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 Dortmund. Da haben wir nix. Dortmund. Die wollen mich doch voll verarschen, oder? Gehen wir nochmal raus und nochmal rein. Dortmund. Da. 14.000. 2.000. Gut, ist auch nur so eine kurze. Mit Hamburg ist natürlich auch schon wieder ein bisschen wenig. Ach komm, wir fahren mal ein kurzes Stück nach Duisburg, würde ich sagen. Kurzes Stück nach Duisburg. Kurzes Stück? Ja, kurzes Stück. Und schon direkt aufgeladen. Ja, gut, dann steigen wir bald aus. Von mir aus. Und fahren dann nach Dortmund. So, auch eng hier. Okay, langsam komme ich in die Steuerung wieder rein. Oh je. Da könnte man nochmal rauszoomen. Okay, wir sollten eigentlich hier. Na, dann nehmen wir die nächste. Die haben wir jetzt grandios verpasst. Aber das ist ja gar kein Problem. So, wir müssen das auf jeden Fall rechts halten. Diesmal nehmen wir die nächste rechts. So, ich muss mich daran erinnern, die Cruise Control zu nutzen. Auf U. Damit wir keine Probleme haben. Mit
Sagt denn die Uhr 7.15 Uhr? Okay. Bereits 25 Grad. Ist auch schon wieder rechts, alles klar. Haben ja eine ordentliche Ehrenrunde gedreht. Wie sieht der Tank aus? Tank sieht gut aus. Tank ist noch voll. Das ist sehr gut. Irgendwie das Kabel vom Gamepad ist ein bisschen richtig vertüdelt. Ich finde es sehr interessant, wie viel Werbung sie auch hier für Dings da machen. Fernsimulator, X-Plane. Also die Litfaßsäulen, die finde ich schon gut gemacht, dass die halt auch Werbung für andere Simulatoren machen. Dass es auch scheinbar ja, relativ aktuell gehalten wird. Also vermute ich jetzt mal. Das werden wir spätestens dann sehen, wenn wir irgendwie sowas wie Werbung für Farm Manager 2018 oder was Farm Manager 2018 oder war es nur Farm Manager? Oder für Pure Farming 2018 sehen. Oder für Spinchless Mod Runner. Dafür fahren wir erstmal doch mal ein bisschen durch Dortmund durch. Wieder explain. Wie funktioniert einmal Tempo mal? Wenn ich jetzt Gas gebe, geht er dann runter und bleibt dann bei der 37 oder okay, der geht komplett weg dann, alles klar. Stimmt, da war ja was, so wie das früher mal bei ATS, bei ETS 2 war. Oh, auch nicht schlecht. Das war wieder ein bisschen Stoßverkehr. Oh, eine Baustelle. Beziehungsweise nur eine Baustelle, weil es dann nicht nach links geht. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich hier schon mal nachts gefahren bin. Wir müssen uns wahrscheinlich gleich links halten. Da wir ja, also vermute ich jetzt mal, da wir ja nach Dings da fahren, nach Duisburg. Ist jetzt noch Tempolimits 50 oder was? Oh, zu nah dran. Also, nee, 60, okay. 50 sieht genauso aus wie 60. Oh, dann schade zu fahren, Kacke, auch wenn sie zweispurig ist. So, machen wir den mal auf 57. Und dann kann ich mich mehr aufs Lenken konzentrieren, was halt auch schon viel Konzentration. Oh, das Bremsen. Okay, die Bremse sollte ich dann runterstellen. Irgendwann mal, wenn ich dran denke. Aber fahren wir erstmal auf A2 nach Duisburg. Zu regnen. Was ist ein Scheibenwischer? P, okay. Und es gibt auch schon Scheibe, die beschlägt. Und was natürlich ganz wichtig ist, im Tunnel sieht man keinen Regen.
Das finde ich schon mal sehr geil. Das bekommt, hat SCS-Software nicht unbedingt immer hinbekommen. Oh Gott, ist das. Ist das glatt oder bin ich so schnell? So, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Also nicht in-game, sondern in RL. Weiß man sich wieder weniger. Machen wir mal Licht an. Komplett an. Sollte ich vielleicht nochmal umstellen, irgendwie aufs Gamepad dann vielleicht auch noch. Aufs Dreieck oder so. Was halt wirklich noch ein bisschen schade ist, das mit dem Sound. Dass er solche Unterbrechungen hat. Ich fahre lieber langsam, also unterm Tempolimit, als irgendwie so schnell zu fahren. Dafür fühle ich mich noch nicht sicher genug. Vor allem nicht mit dem Gamepad. Oh, leck mich doch. Oh, aber was ich sehr schön finde, dass es richtig dunkel wird. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir wirklich gut. Die Frage ist, gibt es mittlerweile schon Gewitter? Weil das hat ja doch schon von der Dunkelheit der Wolken doch schon. Also die die KI muss echt noch verbessert werden, was die, allgemein so der Algorithmus so betrifft. Oder Code betrifft. Baut einem doch noch zu viele Unfälle. So, ich dachte, das geht hier zweispurig weiter. Na, mal schauen. Okay, war dann doch nur ein Regenschauer. Also mit dem Sound, das ist halt doch schon noch ein bisschen schade. Und die Frage ist, wie schalte ich jetzt den Scheibenwischer aus? Auf P schalte ich wahrscheinlich eine Stufe höher. Und nochmal auf P bleibt dann auf der. Oh, geht noch. Eieiei, geht ja richtig ab. Nochmal auf P bleibt er dabei. Oder wird es weniger? Ich glaube, es bleibt so. Ü ist es nicht. Ist dann vielleicht Ö? Nee. Dann und zurück und fahren. 0, 0. Jawoll! Sonne, ich sehe nichts. Ach, ich hasse es. Jedes Mal, wenn ich spiele, wo man sich konzentriert und man fährt, kommt Sonne raus. Ich weiß nicht warum. Also gut, weil es halt gutes Wetter ist gerade. Aufgrund des Hochs, was da gerade irgendwie hier die Dings da, die Polarluft hier hoch rüber knallt. Okay, ich habe schon fast befürchtet, dass da hinten schon wieder, dass da hinten ja nicht weitergeht.
schon, ob wir diese Ampelphase noch bekommen. Nee. Okay, die Bremsen sind echt dezent übertrieben. Ja gut. Was ist denn jetzt? Ist das die Bremse oder was? Ich bin verwirrt. Dann einfach ein bisschen feiner bremsen, dann sollte das auch passen. Na komm, sehr schön. Ist ja auch alles eng hier, ne? Also das muss man ja schon sagen, dass man hier echt wenig Platz hat. Jawoll, leck, 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 leck. Alter Verwalter. So, und dann sind wir auch schon. Nächste müssen wir links. Ja. Echt wenig, ne? Also wir haben da jetzt auf der linken Seite vielleicht noch so, rechts sind wir direkt dran und links haben wir echt noch wenig Platz, aber gut. Aber ich finde auch schön mit der Reflexion und so weiter. Das einzige, was vielleicht erst noch mit den Pfützen sein müsste, dass man irgendwie so ein, oder allgemein mit dem Regen, dass man so einen Dunsteffekt hat, sag ich jetzt mal. Und Müdigkeit, Simulation und alles drum und dran. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Also da werden wir noch jede Menge Neues erleben, bevor das Spiel dann wirklich released wird. So, wir stehen schon mal fest. Mir gefällt schon sehr gut. Auch andere Straßentextur, wie ich gesehen habe. Hier wieder nicht reinkommt, war ja auch wieder klar. Okay. Endlich. Wunderbar. 0% Schaden. Ich weiß gar nicht, ob es das Schadensmodell mittlerweile schon gibt, aber wir hätten ja auch keinen wirklichen Schaden gemacht. 216, genau, ich kann auch nicht mal lesen. 2916 Euro und 291 Reputationspunkte. Und wenn ich mich recht entsinne, war es glaube ich hier, ne? Soll
Also wenn man halt die Fahrzeuge, kann man ja irgendwann mal hier ne, einen Paintjob draufpacken, upgraden und so weiter. Und das Ganze soll auch auf die Reputation Auswirkungen haben. Also bin ich mal gespannt, was uns da alles so erwartet. Also vor allem auch noch Trader kann man sich ja auch holen und so weiter. Also das wird noch, auch was die Firma betrifft, wird wahrscheinlich auch noch LKWs dann irgendwie und Fahrer haben. Also da erwartet uns noch jede Menge. Also wir sind jetzt bei Duisburg. Was vielleicht auch vielleicht eine sinnvolle Sache wäre, wenn man jetzt in der Logistik ist, dass man dann, wenn man in die Logistik reingeht, dass man dann automatisch so gesehen zum Beispiel dieses Bild hat, dass man jetzt sieht, okay, man ist hier, man ist bei Duisburg und ja, dass man dann halt nicht immer ewig suchen muss. So, wir sind bei Duisburg. Take a body's high.